Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu Pokémon! Wir befinden uns irgendwo in einer Folge und ich bin endlich wieder zu Hause aus dem Urlaub und kann entspannt wieder in eine neue Runde Pokémon gehen. Wir müssen wohin, und zwar zu Septania City müssen wir, glaube ich, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Wir hatten, glaube ich, auch hier, oh Gott, ist ja wieder irgendwie auskennt, da den Noob hatten wir, mit dem wir fliegen können. Wir müssen nach Septania City, ich glaube es. Stratos war es nicht. Ich meine, es wäre schon Septania City zum Museum müssen wir, ne? Kann das sein? Ich glaube, zum Museum müssen wir. Das ist, glaube ich, hier gewesen. Ich hoffe es. Ja, Urlaub war schön. Sylt war relativ entspannt. Autozug war eine Qual auf jeden Fall. Wer schon mit dem Autozug gefahren ist, für den wird es wahrscheinlich nichts Schlimmes sein. Aber für mich persönlich ist es irgendwie nichts gewesen. Dieses, ja, klaustrophobische. Guck mal, da stehen auch schon alle versammelt hier. Guck mal hier. Können wir schon mal. Hallo, Lauro hat mich bereits über alles aufgeklärt, da bist du ja an deinen ordentlichen Schlamassel geraten, du. Ach komm, noch die Dicke auch noch. Aloe Vera Pflanze, redest du hiervon? Das ist doch der alte Stein, wie wir den Resort gefunden haben. Genau. Okay. Hat wahrscheinlich was mit dem Drachen-Pokémon zu tun. Gewiss, gewiss. Bei meiner Nachforschung über die Drachenstiege habe ich herausgefunden, dass in ihr Materialien verbaut wurden, die auf derselben Epoche hinweisen, aus der auch dieser Dunkelstein stammt. Okay, spannend, spannend. Wow, das ist echt eine gute Arbeit, auf jeden Fall. Aber dann können wir ja wirklich von Glück reden, dass Team Blasmo wohl nicht auf diese alten Steine aufmerksam geworden wurde, oder? Aufmerksam wurde. Das kannst du laut sagen. Da können wir aber froh sein! Okay, wir können jetzt wohl ganz sicher davon ausgehen, dass diese Halunken den Draco-Schädel gestohlen haben, weil sie vorhatten, das legendäre Drachen-Pokémon wieder zu erwecken. Na gut, Dom, dann nimm du jetzt den... Einen Augenblick, Dom. Wenn du den Dunkelstein an dich nimmst, bedeutet das, dass du dich N zum Kampf stellen musst, wenn wir... Nein, bitte nicht... mach bitte Bell. Nein, bin ich nicht im Klaren drüber. Heißt das, du willst hier warten, bis N... Ja... Ich will nicht. Ja. Aber ich muss dich trotzdem darum bitten. nein, will ich nicht. Nein. Nimm den Stein. Nein. Ja, also so. Junge! Was willst du? Ich habe Nein gesagt, ich will das nicht. Und dann kommt der an und sagt, du musst trotzdem. Ja, alles klar. Okay. Open World Spiel ist es nicht. Okay, Chancen vollkommen in Zukunft zu bewahren. Versprich mir gut darauf auf, zu 8 zu geben. 7 zu geben. Oh, der Dunkelsteinknochen. Dunkelstein in den Basis-Item-Tasche. So, müssen wir jetzt damit hin? Und bewerkstelligen wir nun, dass aus dem Stein Drachen-Pokémon erwacht? Wie meinen? Naja, also. What the fuck, wer kommt jetzt hier an? Ich hab's. Warum fragen wir nicht einfach einen Experten? Aber ja, ich weiß genau, wen du meinst. Dom, ich werde mich auf Weg nach Twin Drake City machen. Der erinnert sich, kämpft mit Drachen-Poko. Vielleicht kann man dort uns weiterhelfen. Ich gehe schon einmal voraus und werde dort auf euch warten. Bis bald. Okay, auf zu Drink City. Natürlich, ihr habt recht. Es ist gut möglich, dass Lilia aus Twin Drake City etwas weiß. Eberhard, Esche, Dom, vergiss bitte niemals, dass dein Pokémon steht an deiner Seite sind. Okay. Drachen-Pokémon wird natürlich da ein bisschen schwierig. Das ist, glaube ich, eine Arena, das wird relativ schwierig, oder nicht? Drachen-Pokémon. Lass mal gucken, weiter, was da ist. Eigentlich nur Drachen-Gegen stark. Das ist ein bisschen grotesk. Nur keine Angst, wenn du in der Klemme geraten solltest, eilen wir sofort zur Hilfe. Okay. Viel mehr als das, die Situation offenbar ziemlich angespannt ist, habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Okay. Weißt du eigentlich, wie du nach Twin Drake City kommst, wenn du von Nevaio City aus die Zylinderbrücke überquerst? Bist du schon gut, so gut wie dort. Okay. Ja, Karte ist schon natürlich sinnvoll. Gut, dann gehen wir doch mal kurz in unseren Pokémon-Ordner rein und holen uns da mal einen Noob heraus. Weil ich mich immer frage, so Leute, die sich gut mit etwas auskennen, ja, die werden ja... Was ist denn hier? Da ist der Weiße Wald. Da ist Ondu irgendwas. Da ist Terrasse. Und da müsste dann wahrscheinlich gute... Ja, Twin Dark City sein. Gehen wir von hier aus dahin. Weil ich mich immer gefragt habe, Leute, die sich gut mit einer Sache auskennen, heißen ja Experte. Aber das Wort Ex ist doch eigentlich etwas für, also, wenn ich etwas extern ausrede, dann rede ich etwas nach draußen. Aber intern ist was drinnen bleibt. Also müsste es eigentlich nicht Insperte heißen, nicht Experte. Das ist eine Sache, die verwundert mich schon seit Jahren. Warum heißt es Experte und nicht
Insperte. Das ist komisch. Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen grotesk irgendwie, komisch. Finde ich komisch. Gerne mal in die Kommentare schreiben, warum ihr das so denkt. Guck mal, können wir jetzt hier rüber? Ah, ne, können wir nicht. Hör mal, wir kommen jetzt nicht. Schutz wirkt nicht mehr, wir dürfen eigentlich keine Pokémon sein. Wenn wir einfach machen Schutz en masse, dann haben wir immer wieder Schutz. So, können wir mal gucken, was haben wir denn an Pokémon hier jetzt so an oberster Front? Bidi haben wir da natürlich. Hier sind wir im Wasser. Können wir vielleicht mal gucken. Noobat natürlich dürfen wir nicht einsetzen, ganz klar. Vielleicht mal Flumo einsetzen. Weil ich glaube, hier werden sie mit Wasser-Pokémon kämpfen. Weiß nicht. Komme ich da? Ah, da komme ich gar nicht lang. Okay, lol, liegt zu wissen. Da kann ich nur Wasser drüber machen, wahrscheinlich, ne? Plitschplatsch. I'm taking a bath. Jetzt kämpfen wir natürlich hier gegen ihn oder es oder sie. Zwei Pokémon. Sie ist das. Quabbel. Da habe ich schon richtig erkannt, dass die Wasser-Pokémon bei sich tragen wird, deswegen. Jawohl, Quabbel sieht mir auch so ein bisschen. Ich habe übrigens absolut auch Quallen gesehen, ja, die tot am Strand lagen. Das ist so ein bisschen schade gewesen. Elektro-Schockwelle. Mal Schockwelle. Müsste eigentlich schon reichen, um das Pokémon down zu bekommen. Levelmäßig ja auch. Obwohl es geht, ne? Aber, oh, ist effektiv. Okay. Aber das kann auch schon. Das ist normal effektiv, ne? Nicht allzu stark. Schockwelle noch einmal. Dann ist es auch schon down. Ja, sie ist auch schon down, ganz schnell. Ja, aber Urlaub generell war schön, der Autozug war halt ein bisschen doof, weil Autozug ist so eine Sache, weil die habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Gerade auf der Rückfahrt war es richtig schlimm, als ich dann irgendwie Picolente, ja, können wir mal weiterkämpfen. Als ich dann so 2 Stunden Schlaf hatte, dann 5 Stunden Auto fahren musste, Autozug zurück, hat sich echt nicht schön angefühlt. Also es war echt nicht cool. Wünsche ich keiner Person. Ich habe meinem schlimmsten Feind. Es ist schon echt hart gewesen. Aber gut, ansonsten war es schön, jeden Tag am Strand, mehr oder weniger. Es gab auch einen Tag, da war es halt ein bisschen windiger und so. Aber ansonsten halt viel rumgelaufen am Strand und Sonne genossen und so weiter und so fort. Also es war schon, im Endeffekt war es richtig cool. Jeden Abend im Schwimmbad sein. Na, ich will ungern irgendwie gegen die alle kämpfen jetzt so persönlich. Habe ich irgendwie wenig Bock jetzt gegen alles und jeden wieder kämpfen zu müssen. So, wo sind wir denn hier? Zylinderbrücke, da ist die Brücke doch. Guck mal, dann gehen wir einfach mal sofort hier hin. Dom! Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Was ist denn los, Bell? Jetzt habe ich mich so einen Gedanken gemacht, dem ich meine darüber, was ich machen möchte und auch darüber, was ich überhaupt erreichen kann. Ich wäre natürlich gern eine bildschöne Mannequin, okay, wie Camilla. Andererseits würde ich mein Leben auch gerne der Erforschung der Pokémon widmen, wie Professor Ash es zum Beispiel tut. Aber dafür reicht mein Wissen über die Pokémon noch nicht aus, also muss ich noch viel mehr Kämpfe bestrafen. Oh, nee, come on, please. Really, Bell? Really? Gut. Ja, weil ich hab wieder vergessen, Bismarck. Okay, Bismarck natürlich, nicht Bismarck. Bismarck war ein anderer. Ja, wird dann doch schon jetzt ein bisschen, da haben wir, glaube ich, mit Flumon nicht allzu viel Chancen, würde ich behaupten. Wird schwierig, glaube ich. Akrobatik ist aber eine ziemlich, ziemlich gute Attacke, dann können wir die mal einsetzen. Die soll ja ziemlich effektiv sein. Alter, das ist ja aber auch eine Attacke, die... Kraftschub. Okay. Das bringt ja fast nichts dann irgendwie. Ja, ich habe mich für die Attacke entschieden. Doppelteam. Was macht Doppelteam nochmal? Zu der schnellen Bewegungen, Einbildungen und der Fluchtwert erhöht sich. Das ist natürlich auch wenig Sinn. Machen wir nochmal Elektroball, aber ich glaube, wir können mit Flumau da nicht viel anrichten, oder? Gegen Bismarck. Ja, das ist Heimzahlung. Ja, das. Aua. Naja, komm. Dann wechseln wir jetzt mal lieber das Pokémon und gehen dann wahrscheinlich sogar auf Bidi. Naja, gehen wir auf Bidi drauf. Dann haben wir ein Pokémon, das natürlich Bismarck eigentlich besiegen müsste. Aber wenn wir jetzt quasi einen Hit noch mitbekommen. Aber es zieht deutlich weniger ab. Machen wir Surfer, komm. Machen wir Surfer. Dann müsste es auch schon eigentlich fast down sein. Ist sogar down. Hammer geil. Ja, wie gesagt, Bidi ist natürlich da schon eine ordentliche Waffe. Ist aber auch nur noch halbes Leben gerade. Vegicheetah ist dann ein Pflanzen-Pokémon, ne? Vegetation ist dann, glaube ich, Pflanze, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann setzen wir nochmal den lieben Aloe ein, der hat nämlich Feuerattacken. Dementsprechend können wir da... Ich hab kurz gehustet.
Ja, sieht ganz gut aus. Das können wir, glaube ich, auch gewinnen, wenn wir Inferno vielleicht machen. Aber Inferno hat nur 50% Genauigkeit. Dann doch lieber etwas, was, ist halt 70% und das hier ist... Okay, dann machen wir mal Funkenflug. Das ist, glaube ich, natürlich eine Attacke, die kommt uns sehr entgegen, weil die eigentlich gar nichts so wirklich macht. Funkenflug sollte eigentlich da schon, also fast eigentlich tot sein. Ja, hammergeil. Gut, dann können wir jetzt natürlich immer uns vorbereiten auf den nächsten Gegner. Flambirex. Ist es ein Feuer-Pokémon, Flambirex? Ist es ein Feuer-Pokémon? Ich spekuliere mal und sag mal ja. Ja, scheiße, setze ich mal Bidi ein. Aber auch so wäre Bidi halt eine Waffe gegen alles. Ja, es sieht mir doch danach. Oh, guck mal, das ist hier Dingens. Hammergeil, guck mal. Finde ich aber gar nicht so scheiße. Am Anfang des Let's Plays haben halt welche gesagt, dass die halt Floink nicht so geil aussehen finden. Aber ich finde, das sieht ganz nice aus eigentlich. Deswegen wurde mir von Floink abgeraten, weil er die Entwicklung so scheiße aussieht. Finde ich gar nicht so scheiße, finde ich. Sogar ein Volltreffer. Hammergeil. 2000 EP, yo, läuft bei uns. Somnivora, können wir weiterkämpfen oder wir könnten auch versuchen, Blocky einzusetzen. Ist es ein Flug? Ne, ich glaube nicht, ne? Unlicht wäre, glaube ich, dagegen ganz gut. Wir kämpfen weiter. Dann haben wir hoffentlich mit Bidi immer noch jemanden, der da, ja, ganz gut gegen ankommen kann. Machen wir einfach Surfer und dann müsste eigentlich auch down sein. Komm. Müsste Fahrradküste. Okay, gar nicht effektive Psy-Strahl. Psy-Strahl. Ja. Aber komm, einmal noch Surfer, dann ist es down. Und dann haben wir hoffentlich nochmal jetzt gleich eine, das effektive Ding. Ist vielleicht ein Flug-Pokémon. Ah, ne, ist schon down, ist schon komplett down. Wir hatten nur 4 Pokémon, oder nicht? Ja, wir besiegen Bell. Ja, weißt du, Bell hat uns gewonnen. Das ist natürlich dann hammerhart schade für Bell. Persönlich gesehen. Wow, Dom, ich komme ja aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Dafür hast du dir ein kleines Geschenk verdient hier, ja. Top Genesung. Finde ich gut. So. Dann würde ich sagen, können wir uns Pokémon mal eben aufheilen gleich. Vielleicht mal kurz gucken, was da hinten sich verbirgt oder so. Dom, ich bitte dich, gebiete den Schurken von Tiplasma und bitte Einhalt, ja. Niemand hat das Recht, Pokémon von den Menschen zu trennen, die sie lieben. Okay. Ja, das ist auch mein Wunsch, danach zu streben, in Freiheit, oh, Deutschland. So, das wäre, es tut mir echt leid, ich hätte den nur allzu gern ein wenig auf, aua. Ich hab grad meinen Fuß überkreuzt gehabt und aua. Nun dann, alles wird gut. Nein, es wird alles besser als gut, glaub mir, darauf gebe ich dir den Brief und Siegel. Okay. Gut. Ich gebe darauf irgendwie sowas, wenn ich Brief und Siegel, dann kommt mir auch, wenn man darauf spermert, dann ist auch versiegelt. Das ist, kam mir gerade in meinem Kopf, ich weiß, ich bin ein bisschen... Was in meinem Kopf so vorgeht, ist nicht immer so gut. Okay. Gut, Schnappschuss ist die Brücke. Das ist die Brücke, über die wir drüber laufen. Wahrscheinlich wieder so eine mega lange Sommer. Mega lange, ultra große Brücke. Wo wir rüberlaufen können. Zylinderbrücke. Guck mal, da unten ist eine Bahn. Hätte dann die Bahn nehmen können eigentlich, ne? Hier ist so ein Autozug, wo mir wieder schlecht wird. Wenn er einen kotzen Typen unten sieht, dann bin ich das. Schutz wirkt nicht mehr, wir bekommen natürlich keine Pokémon. Und da ist wieder irgendjemand. Nein, will ich nicht. Lol. Please nur kämpfen, okay? Alles gut, nicht kämpfen nur. Wie du befohlen hast, Meister. Wie die einfach aus dem Nix kommen, so. Das ist wieder behinderte Kacke. Ich bin zutiefst beeindruckt. Du hast also den Dunkelstein an dich bringen können. Meine aufrichtige Anerkennung ist dir somit sicher. Stell dir nur vor, unser Meister N, ach ja. Ein gar wahnwitziger Gedanke naht an ihm und lässt ihn keine Ruhe mehr zu finden oder so. Er ist der festen Überzeugung, die beiden Trainer, welche die legendären Drachen-Pokémon ihr eigen nennen, sollten sich in einer entscheidenden letzten Schlacht gegenüberstehen und den rechtmäßigen Helden zu ermitteln. Welch eitel Narre-Teil. Narre was? Dabei wurde ihm doch die Berufung des neuen Helden zum eigenen in die Wiege gelegt und ihm... langweilig. Ich werde eh gewinnen. Gut, selbst das legendäre Drachen-Pokémon erkennt ihn bereits als neuen Helden an. Na gut. Seine Gedanken sind manchmal unerklärlich und unvorhersehbar. Ja, ich weiß schon. Laufen mehr auf und ab. Ein bisschen, bitte. Und jenseits, komm, jenes, bla bla bla. Bla bla, Menschen, die ihre Pokémon einfach alle mal entreißen. So wird sich keiner... Okay.
Keine, das ist natürlich, nee, ja, durch junge Pokémon können wir die Pläne durchkreuzen. Und die Pokémon werden uns alle, werden uns allein gehorchen, ja natürlich, als ob. Die Verbreitungen sind abgeschlossen, okay. Werden die alle klar kommen, ja, komm, aber nicht um den heißen Brei herum. Ich weiß, ihr wollt das ganz gerne irgendwie lesen immer, dass ich das mehr Wert drauf lege, aber das finde ich gerade ein bisschen nicht so. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4, da steht das Kistchen vor der Tür, ganz genau. Und so wird schließlich beide Besitz von Pokémon himmelsreich unrecht gebrandmarkt und geächt werden. Ja, komm, die labern immer so viel um den heißen Brei herum, ganz ernst. Das ist so ein bisschen zu viel irgendwie. Ja, die Welt, pipapo, ich weiß, ich kenne eure Absichten. Es ist so, keine Ahnung, hört sich echt gerne reden, der Typ, ne? Er redet tausendmal denselben Satz, nur in anderer Wortstellung. Guck mal, wieder Pokémon-Team zu trennen. Ja, alles klar. Tschüss. Geht bitte. Und kämpft bloß nicht gegen mich. Dankeschön. Gut. Alter Vater, ja, es ist wieder so eine Sache. Gut, was ist mit dir? Warum läufst du so komisch auf und ab? Ach, du liebes Bisschen, was soll ich denn mit meinem Götten erklären? Ha. Ja, gut. Kommen wir jetzt hier nach Dingen City? Oh ne, please, no Kampf erstmal. Wer ist das? Hey, Pitcher! Auf deine Position! Gleich kommt Ball Number One! Okay. Die in den Kopf geschüttet habe, ist übrigens die TM 56 Schleuder. Sie ermöglicht es, das Ziel Schaden zuzufügen, indem Items nach ihr geworfen werden, okay? Ja, Items, schön und gut. Gut, ich würde sagen, wir machen hier einen kurzen Cut, damit ich die Folge für heute auch nochmal, wenn ich heute an meinem 50k-Ding ist, müssen wir auch gleich live streamen, deswegen würde ich sagen, machen wir einfach mal kurz hier einen kleinen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder, die hoffentlich dann morgen auch stattfinden wird. Hau's rein, wir sehen uns morgen wieder, bis dann, tschüss.